meiner Heimat sagt man, wer die Geige spielt, kommt in der Liebe zu kurz. So alt ist ja wohl das Töchterchen noch nicht, oder? Nein, Gott sei Dank. Inolein bereitet sich auf den Wettbewerb vor. Und den wird sie auch gewinnen. Na dann, viel Glück. Bei denen habe ich gleich ein Studiotermin. Ach, Sie arbeiten bei Supersound? Ja. Bei denen spiele ich den Superbass. Können Sie da nicht ein gutes Wort für ihn allein einlegen? Ich kenne Ihre Tochter ja noch gar nicht. Sie müssen sie kennenlernen. Ina ist wirklich sehr begabt. Wenn Sie, wenn ich hier nicht gleich fertig werde, dann ziehen die mir das von der Gage ab. Wie viel verlangen Sie? Wofür? Geben Sie ihm eine Chance. Geben Sie ihr Klavierunterricht. Ich bin Bassist. Aber doch nicht nur, oder? Ja. Sehen Sie, sind Sie mit 80 Mark die Stunde einverstanden? Der Letzte hat nur 50 gekriegt. Und der war immerhin am Konservatorium. Susi! Es ist mir scheißegal, was diese Kinder spielen. Hauptsache Klassik und genial. Klaus hat vorgeschlagen, dass man den Kindern Mozart-Perücken aufsetzt. Na, was hältst du davon? Das ist wirklich eine wunderbare Idee. Ganz fantastisch. Aber nur, wenn ihr euch Mäckis schneiden lasst. Susi! Susi, ich muss mit dir reden. Was machst du denn hier? Bist du jetzt endlich Susi, durch? Komm doch mal in mein Office. Bitte. Ach, Professor Tschukai, entschuldigen Sie, dass ich so spät bin. Warum haben Sie denn nicht geklingelt? Ino? Ino? Wo bist du? Professor Tschukai ist da. Sag mal, bist du schwerhörig? Ino. Bist du wieder aus?
gar nicht aus wie ein Klavierlehrer. Ich bin doch gar keiner. Kann ich Ihnen Tee anbieten oder Kaffee oder Cognac? Ein Kakao hätte ich gerne. Du magst doch sicher Kakao, oder? Nein. Na gut, dann spiel. Was denn? Keinen Kakao. Geht doch gar nicht. Du sollst kein Kakao spielen. In D-Moll. Geht doch gar nicht. Das geht. Geht nicht. Geht wohl. Wie denn? Stell dir mal vor, die Kakaopünktchen wären Noten, die in der Milch schwimmen. Und das kannst du mir doch vorspielen. Sie. Was ich? Sie sollen mir was vorspielen. Ich? So geht das nicht. Komm, setz dich mal. Wir fangen mal ganz von vorne an. Was weißt du denn über Mozart? Wegen dem ist der Wettbewerb, wo ich spielen muss. Ist das alles? Nun, was weißt du denn über die Töne? Die Töne? Ja, die Töne. Das klingt bestimmt chinesisch. Bedeutet, die von zwei Ländern in einem bilateralen Verrechnungsabkommen gegenseitig eingeräumte höchste Kreditlinie, auch Swing-Grenze genannt. Schreibt das bitte auf. Swing bedeutet, die von zwei Ländern in einem bilateralen
Bilateralen Verrechnungsabkommen zwingend bedeutet gegenseitig eingeräumte zwingend bedeutet höchste Kreditlinie zwingend bedeutet auch Swing-Grenze genannt Swing zwingend bedeutet von zwei Ländern in einem bilateralen Verrechnungsabkommen zwingend gegenseitig eingeräumte höchste Kreditlinie Swing zwingend bedeutet Also, Ino, was ist jetzt das Swing? Ich muss mal. Du, das ist nicht gegen dich persönlich gerichtet. Und du weißt, dass ich sowieso zu dir halte. Aber die Branche hat sich total verändert. Du auch. Ich kann nicht anders. Der Laden hier kostet und wenn ich nichts bringe, sitzt morgen jemand anders auf meinem Stuhl. Wäre ja entsetzlich. Ja, ich sitze gern hier. Das verstehst du sowieso nicht. Yeah.
Also gut, ich habe Termine. Wir telefonieren. Wie spät es ist? Eine halbe Stunde, ich hätte die Polizei gerufen. Außerdem hast du gleich Klavierstunde. Wie siehst du überhaupt aus? Lass dich mal ansehen. Um Gottes Willen. Wo hast du bloß wieder gesteckt? Glaub bloß nicht, dass ich dir noch eine extra Wurst brate. Wo ist eigentlich dein Ranzen? Hm? Ja, wo dein Ranzen ist, will ich wissen. Hab ich vergessen, glaube ich. Vergessen? Man kann doch nicht einfach einen Ranzen vergessen. Sag mir auf der Stelle, wo du warst. Auf dem Dampfer. Du! Professor, gut, dass Sie da sind. Ich glaube, Ino kommt in das Alter. In was für ein Alter? Naja, Sie wissen schon. Man sieht es jetzt zwar noch nicht an, aber... Verehre? Ich bitte Sie, Professor, Inolan ist doch erst 12. Nur durcheinander ist sie wie eine 15-Jährige. Ach, das kriegen wir schon hin. Ich bin Ihnen ja so dankbar, Professor. Stopp, stopp, stopp! Das klingt ja wie ein Revell-Computer. Wo bist du? Ich bin hier. Nein, ich meine, wo bist du in der Musik? Wo ist deine Persönlichkeit? Was heißt Persönlichkeit? Das, was ich dir eben bei dem Rubator erklärt habe. Dein Spiel hat doch keinen Berg und kein Tal. Du musst aus dem Stück eine musikalische Landschaft machen. Nochmal. Hip, hip, hop, hop, tick, tick, tack, tack. Hip, hip, hop, hop, tick. Was soll das? Das ist meine Landschaft. Das ist keine Landschaft, das ist falsch. Rubato, Rubato. Nein. Sie haben gesagt, jeder Mensch muss seinen eigenen Ton finden. Aber doch nicht so. Anders will ich nicht. Ja, willst du nun die Musik gewinnen oder nicht? Nein. Du tust jetzt augenblicklich, was der Professor von dir verlangt. Was fassen Sie mich nicht an! Was fällt Ihnen eigentlich ein? Was fällt Ihnen eigentlich ein, die Spitze anzufassen? Was? Super Sound. Ja, ich möchte gerne den Klavierlehrer sprechen. Den Klavierlehrer? Ja, tut mir leid, einen Klavierlehrer haben wir hier nicht. Doch, den Professor Chukai. Thank you.
die Wünsche und die Bitten zurückführen, die Jesus seinen Jüngern gesagt hat. So sollt ihr beten, wenn ihr betet. So abgehoben kann wirklich nur der Papst singen. Normale Menschen können das nicht. Das können nur Gläubige. Normale Menschen spielen aber nicht mit dem Papst rum, wenn sie Besuch haben. Kiki, komm. Was hast du denn? Gefällt dir etwa der Heilige Vater nicht? Doch, prima, ganz prima. Aber nicht 3 Stunden lang. Kiki, warte! Was hast du denn jetzt kaputt gemacht? Alles verdreht. Habt ihr euch gestritten? Nee, überhaupt nicht. Wem gehört die? Gehört die dir? Nein. Wem denn? General Custer. Wer ist denn das? Ach, halt den Mund.
blessed Easter, in the joy of Jesus Christ, the Lord of the Redeemer of the world. Frau Jung. Morgen, Herr Schnell los. Vielen Dank. Tschüss, Frau Jung. Tschüss, Frau Jung. Thank you.
Nein, 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 von Kuhglocken will ich nicht geweckt werden. Ja, das klingt doch gut. Ist ein bisschen abgelegener. Nein, nein, Kurgäste stören mich überhaupt nicht. Also Kurgäste finde ich wunderbar. Wie kinderfreundlich. Das ist ein kinderfreundliches Hotel. Also um Gottes Willen, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich brauche Ruhe, das habe ich doch jetzt schon mal gesagt. Können Sie jetzt bitte was buchen? Ich meine, sonst... Recepti salutarius moniti, hominum de Sag mal, hit, hit, flop, flop. Hit, hit, flop, flop. Hit, hit, flop, flop. Hit, hit, flop, flop. Bram, 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 bram. Flop, flop.
meinen Sachen rumzuschnüffeln. Ich hab dich was gefragt. Ich wollte über deinen alten Mantel wissen, der war so schmutzig. Das darf doch nicht wahr sein. Komm her. Was willst du eigentlich in meiner Bettwäsche rum? Ich war gar nicht in deiner Bettwäsche. Das ist der einzige Button, die einzige Frau, die ich in meinem Leben geliebt habe. Das geht dich überhaupt nichts an. Verschwinde und verschleunigst! Jetzt nochmal. Thank you.
das Ihre Tochter? Natürlich ist sie das. Nehmen Sie den Kerl fest. Everybody, let's rock. Surprise, surprise, hm? Was wollen Sie? Könnte es sein, dass du uns mal eine E-Gitarre geklaut hast? Oh Gott, die Downbeats. Wo habt ihr denn die Kostüme her? Na, woher hast du dieses Mikro? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Komm mal her, mein Schätzchen. Mutter. Warum legt ihr denn zusammen in einen Stuhl? Holger hat doch nur einen. Warum nennst du diesen Kerl Holger? So heißt er doch. Komm. Kannst du das deiner Mutter an? Deine alte Freundin hat mir aber besser gefallen. Ach, halt den Mund. Wer hat eigentlich damals 67 beim Open Air in Euskirchen die Kabel zerschnitten? War das die Susi? Nein, das war ich. Dafür sind mir die Eifelbauern heute noch dankbar. Das wüsste ich aber. Ach. Bei eurer Metzgermusik sind denen ja die Kühe im Dutzend durchgegangen. Die ganze Nacht habe ich nicht geschlafen wegen dir. Wie kannst du bloß auf so einen Mistkerl reinfallen? Doch gleich gewusst, dass der nicht alle Tassen im Schrank hat. Und? Hat er was mit dir gemacht? Hab ich doch schon gesagt. Du weißt ganz gut, was ich meine. Hat er gewollt, dass du was mit ihm machst? Ja, Musik. Erzähl keinen Unsinn. Ich hatte doch von Musik so viel Ahnung wie der Teufel vom Weihwasser. Entschuldige. Ino! Ino, bleib auf der Stelle stehen, hörst du? Ino! Oh. Mm. Mm. Das riecht, aber gar nicht gut. Hier könnte man doch schon immer einen Suppenwürfel als schwarzen Afghan verkaufen. Na denn, wollen wir auf Tournee gehen, ne? Mit den Downbeats habe ich noch nie gespielt. Na, wird schon sehen, dann kommt ich an. Mach sofort die Musik aus, sonst kriege ich einen sentimentalen Anfall.
Eine feuerrote Hexe, die auf goldenen Schallplatten durch die Schickeria reitet. Kino, komm auf der Stelle da runter, hörst du? Kino, komm sofort da runter! Da hat er eure Scheißwände! Als die Hexe noch gesungen hat, aber Woodstock nichts dagegen. Was ist Woodstock? Thank you.
Superwelle auf dem Superkanal, wo alles super, super ist. Zeit also jetzt für unseren neuen Supersong. Tja, viele von euch sind vielleicht gerade noch auf dem Rückweg unserer super Veranstaltung und hören jetzt den neuen Superhit, eben entstanden schon auf der Superwelle von Supertown.